Christian, du machst das jetzt wie diese neuen Kack-Plastikdeckel an den Flaschen. Du nervst und bleibst dran. Länderspiele sind vorbei, konntest du ja tatsächlich angucken. Also sportlich top, ne? Das Spiel gegen Holland, das war ja, so wie ich. Ja, nicht hässlich, sondern visuell herausfordernd, sag ich mal. Ne? Holland in Orange, wir in Pink, Lila. Der Schiedsrichter in Türkis und wir mit dem blauen Auge davon gekommen. Alter. Das ist rot und schwarz und lebt in der Antarktis. Pinguin mit Sonnenbrand. Philipp, du bist neu im Team, 16, und willst mir was von Ernährung erklären. Ey, 16. Ich habe Grillsoßen im Kühlschrank, die sind älter als du. Ja, und Julian Nagelsmann hat natürlich trotzdem wieder was gefunden. Der Platz war eine Katastrophe in Frankfurt. Mhm. Gerade der Jamal mit seinen Haken ist immer... Ja. Jamal und Co., die können demnächst mal hier spielen. Ne? Bei uns ist so Kraut und Rüben auf dem Platz. Unser Stadion heißt Acapulco. Ne, Männer, here we go, go, faul in Acapulco. Rein da jetzt, Andi. Psst. Ich weiß, ne, für dich ist jeden Tag Ostern, weil du suchst immer was. Vor allem deine Form. Ja, und am Wochenende ist wieder Bundesliga. Und für die Fans des 1. FC Köln heißt es auf jeden Fall, das Ostergras wird dieses Jahr geraucht. Bundesliga 2024 ist aber auch, wenn du dich aufs Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim mehr freust, als auf Bayern gegen Dortmund. 38 Spiele sind die ungeschlagen. Die jagen den Juve-Rekord hier. Das waren, glaube ich, 42 Spiele in Folge ohne Niederlage 2011, 2012. Unfassbar. Ja, und beim FC Bayern steht für Thomas Tuchel ein ganz neuer Name auf der Liste. Nicht Zinedine Zidane. Nee, 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 nee. Wir gehen ein Regal höher. Roberto De Zerbi. Mhm. Ja, was? Der war ukrainischer Superpokalsieger mit Schachtyor Donetsk. Bei Brighton unter Vertrag, spielt gegen Liverpool jetzt. Und schon mal Bayern ein bisschen antesten. Guardiola-Fußball wird gespielt, aber der Typ ist sympathischer, weil der lädt Spieler zu sich nach Hause zum Pasta-Essen ein, um übers Leben zu reden. Ist das nicht herrlich? Macht er bei Thomas Müller nur einmal. Kommt er den Zerbi mit einem Teller Spaghetti, wird der Müller sagen, ah, Trainer, du bist mein Spaghetti-Träger. Das Witzeniveau von Thomas Müller hat auf jeden Fall im Keller noch Höhenangst. Andi, du spielst Sonntag bei uns den Osterhasen, ne? Dann habe ich endlich mal einen Grund, dir den Löffel lang zu ziehen. Ja, ich bin schon richtig in Osterstimmung, ne? Last Easter, you gave me my egg. Und am nächsten Tag, da fraßt du es weg. Wir wollten eigentlich so einen Ostermannschaftsausflug machen, meinte der Stefan. Wir machen Bungee-Jumping. Ich so, Stefan. Dein Leben hat doch schon mit einem gerissenen Gummi begonnen. Warum sollst du denn damit jetzt auch aufhören? Ja, Mann, wärst du Pfarrer, ne? Du würdest vorm Altar stehen mit einer Suppenkelle und sagen, das ist mein Schöpfer. Wir machen am Samstag auf jeden Fall Team-Event. Bei uns ist in der Kabine gemeinschaftliches Eier anmalen. Und der Patrick so, Trainer, aber das kitzelt doch bestimmt. Ich so, Patrick. Wir kaufen Eier zum Malen. Wir kaufen. Beim Thema Eier malen kannst du dem Patrick keinen Vorwurf machen. Der ist seit letztes Jahr Ostern Single, weil seine damalige Freundin sagte, Patrick, hol doch mal alle Sachen zum Eier malen. Und der hat einfach nur einen Lippenstift gekauft. Kevin! Oh, der ist so hohl, der denkt wirklich, der internationale Tag des Autos ist der Karfreitag. Here we go, go, foul in den Acker. Oh, noch Outtakes. Entschuldigung. Super. Bundesliga 2024 ist aber auch, wenn du dich aufs Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim mehr freust als auf Bayern. Was ein Tag heute, ey. Ich bin auf jeden Fall schon voll in Osterstimmung. Last Easter, you gave me my egg. Und am nächsten Tag, da fraßt du es einfach weg. Genau, irgendwie so etwas, ja. Singen und ich ist auch ganz, wird eine Riesenkarriere, weiß ich jetzt schon. Howard Carpendale kann einpacken.